können mitzumischen am Match ist immer eine schwierige Situation. Für mich besonders, weil ich doch in meiner Karriere schon so viel Spiel dürfen zuschauen durfte, was mir eigentlich nicht mehr so viel Spass macht. Das Hauptproblem ist immer noch der Check vom Training vom 2.9. Ich habe einen Schlag gegen den Kopf bekommen. Ich habe mit Tinnitus viele Leute gehört, ich habe Kopfweh gehabt, ich habe Nackenschmerzen gehabt. Es ist dann immer schlimmer geworden. Vor allem die zwei Spiele gegen Genf. Und nach denen war eigentlich klar, dass etwas ist nicht gut, wir müssen stoppen. Ja, wir verletzten Spieler sehen das Spiel von einer anderen Perspektive. Wir sehen es von oben, was immer viel, viel einfacher ist. Und wir können auch Rückmeldungen geben an die Kollegen, was sie besser machen könnten. Unbedingt möchte man auf dem Eis sein und unbedingt möchte man im Team helfen und unbedingt möchte man irgendwie eine Aktion starten, wenn ich das anschaue. Aber es ist einfach nicht möglich und das muss man akzeptieren und man muss jetzt so schnell wie möglich alles daran setzen, auch mental, dass man dann so schnell wie möglich eben nicht mehr zuschauen muss und nicht mehr hier oben hocken und das Interview machen. Ich wünsche mir für die nächste Zeit, dass wir aus SCB, aus ganzer Unternehmung, so schnell wie möglich aus diesem Tief rauskommen, dass wir gestärkt aus diesem Tief rauskommen, dass uns das etwas Grosses bringt auch für die Zukunft. Persönlich wünsche ich mir, dass das Tag gemacht und ich merke, wow, jetzt bin ich wieder der alte Philipp, jetzt habe ich wieder die ganze Energie, es geht mir gut, ich kann zurück auf die Ziel und ich kann wieder ins Geschehen einschreiten.